Sportfreunde, wenn wir Fußball spielen würden. Aber wir spielen kein Fußball. Wir spielen Dark Chronicle. Und ja, heute ist es mein zweiter Stream. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe total Bock weiterzuspielen. Und ja, es ist Sonntag und sonntags hat man für gewöhnlich mehr Freizeit als einem lieb ist. Oder gerade lieb ist? Auf jeden Fall habe ich total Lust, noch ein bisschen weiter zu spielen. Wir sind ja in Venezio-Küste angekommen und sollen hier gucken, was für ein Geräusch aus der Höhle kommt. Paus Haus. Okay, dann schauen wir mal in Paus Haus, was abgeht. You mustn't move it. I said not to move it. What do you want? I'm a bit tied up right now. That's a Shigura, isn't it? He's still a child. Ah, so you know about them, do you? I gave him a name. I call him Shingala. He turned up here lost about a month ago. Shingala, um den es hier in dem Kapitel geht. Das hieß ja, lebo Shingala. Ich hoffe, er stirbt nicht. Ich weiß, er stirbt nicht, aber ich wollte was Lustiges sagen. Every year at about this time, the Shigura come from the south and live on these shores for a while. This one must have got split up from the tribe. Ach du Scheiße, funktioniert überhaupt mein Headset? Ich habe jetzt mein normales dran. Ja, Headset funktioniert. Gut. Ja, ich habe sonst mal mein Let's Player Headset aufgenommen und I'm Pau. I live in this cave. I'm Maximilian. I'm Monica. Is Shingala injured? Yeah. He slipped from the cliff yesterday and took me with him. I didn't think human medicine would be any good. Du stürzt ja von einer Klippe. Und was für eine Klippe? Ich kann mich nie erinnern, dass irgendwo hier eine Klippe wäre. Damn it. Sorry about this, but I need to ask a favor. Can you watch Shingala while I go and look for some medicine? Outside the cave, there's a place where some Shigura are gathered. I think if I go there, I might be able to find some medicine that'll help. Watch him? What do we do? Just watch him. I'll be as quick as I can. Thanks. Hey, wait a minute! Aw, man, he's just gone! How come we get stuck here babysitting some sea dragon? The nerve of that kid! Oh, it's not that bad. This big guy's pretty cool. What? What's the matter er with him? Seiner Mami. He's headed outside. You've got to stop him. It's no good. Wow! Weg ist er. He's heading toward the sea. We've got to follow him. Okay. Yeah, damit geht's los hier in Venetius Küste. Und wir gehen in die Höhle des Meeresdonners. Und natürlich speichern wir vorher nochmal ab. Denn man weiß ja nie, ne? So, Piraten, Fischziel, bla. Ja.
wir doch mal, was uns da so über den Weg läuft. Oh, und da fällt mir ein. Ich habe das Yugaru-Gewehr fertig, also mit Zeug ausgestattet. Und jetzt machen wir einen Fragenschuss draus. Und kriegen Armut? Ich hasse Armut. Das ist doof. Ach ja, ich war angeln. Ganz viel. Wie ihr sehen könnt. Ich habe hier diese Pferdeköpfe geangelt. ja. Ich habe übrigens auch beim Angelturnier mitgemacht. Und habe aber nur Platz 3 belegt und 3 heilige Kristalle bekommen. Oh, warte, das war falsch. So, hier, Monika wollte ich mal nehmen. Das ist hier so ein Gebiet. Freibeuter für Monika. Oh, die Schildkröte ist aber nicht für Monika geeignet. Aber erstmal sammle ich hier die Kiste ein. Schildkröte sind hart, Panzer und so. Der Schlag ist gegen die Krötenkämmer effektiver. So. Dann wieder zum Monika. Na, schick das noch eine Kröte. Nur eine Schildkröte. Die nehme ich mal mit. Sind irgendwo ein Ding. Mann, dabei bin ich doch ein netter Mensch. Ich will auch gar keine Tiere quälen. So, hier geht's runter. So, ja. Freibeuter gehen freiwillig. Da wollen wir mal nicht knausern und Max auch mal ein paar Punkte kradanzen. Abend, Dante. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Oh, was war das jetzt gerade für ein bescheuerter Satzbau, entschuldige. So, da ist der Ausgang. Dann gehen wir mal hier lang. Drei Beute an die Macht. Sehr schön, noch ein paar Gulden. Ja,
haben natürlich wieder den Bürgermeister zum Geldverdienen dabei. So, haben wir hier in der Ecke noch was zu tun? Ja, sieht ordentlich aus. Ja, Freibeutel. Klingere. Freiwild für die Klinge. Jo, jo, ho, ho, ho. Jo, jo, ho, ho, ho. Na, wer weiß, was ich anspiele. Ich meine, worauf ich anspiele. Klette kommen noch. Genug. Die werden auch noch niedergemetzelt. Und wer es nicht erkannt hat, es war das Lied aus One Piece. Vom Skelett. Brook, genau. Der hat das gesungen. Seine Crew. Ja, voll. Er war ja Musiker. Aber er ist der einzige Überlebende. Woher ist das hat, weiß ich nicht. Also das Geld. Nee, nicht unbedingt. Oder? Guck mal, das hier. Yeah, cleared. Looks like we got them all. So, weiter gibt's hier nichts. Nee, eine schlechte Idee. Ich hab schon so nicht mehr so viel Platz im Inventar. Sonst hätte ich noch das Fischziel jetzt probiert. Aber irgendwie bekomme ich so schlecht von meinen Fischis trennen. Die sollten ja echt eine Funktion einführen, dass man Fische stecken kann oder so. Oder dass es einzelne Fischkanister gibt, wo man mehr oder dass man mehr Aquarium machen könnte. Aber man kann leider bloß ein. Das ist voll gemein. Ich kann bloß ein Aquarium bauen. Mensch. Jetzt hätte ich schon längst noch eins gebaut und da auch noch Fische reingetan. Für jeden Fischart ein Aquarium hätte ich gebaut. Aber nee, das Spiel sieht sowas nicht vor. Oder dass man das erweitern könnte. Mehr Fische rein. Und dann noch irgendwie ein extra. I remember now.
Oh. You once read me a story about a turtle who traveled the seven seas. Und Schildkröte, die sieben Weltmeere bereist. And so Tack the sea turtle made it back home safely. The end. Und so kam Tack und seine Schildkröte sicher zu Hause an. Das Ende. Mother, what is the sea like? Mutter, wie ist das Meer? The sea? Das Meer? Well, it's so big that it goes on as far as you can see. Es ist groß und reicht so weit das Auge blicken kann. And then the sky and sea meet and become one. Und dann verschmelzen Himmel und Meer. I don't really get it. Das verstehe ich nicht. I want to see it myself. Ich will sehen. When you get a bit older, wenn du we'll go there together. Really? That's a promise, right? I'll see it for sure. Ich werde das Meer sehen. Menschen! Mann, das ist ja wie ein One Piece. Wie das Ding heißen wird. Wobei, Fischmensch kann man nicht mal sagen, es ist ja kein Mensch. Er läuft ja nur auf zwei Beinen. Bio. Anfällig gegen Schwert. Schwert sowieso erstmal noch hochpushen. Schatzkristall. So, hier oben schon mal sauber. Hier ist schon mal schön. Auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung für uns. Check this out! So, hier haben wir
bitte mal den Visier rausnehmen? Danke. Ist aber hart, wie gut gewesen, Junge. Ist zweimal abgewehrt, du Drecksau. Verzeihung für die Fäkalaussprache. Oh, haben wir Reparaturpuder. Kann nicht schaden. Haben wir schon ein bisschen was verbraucht. Können. Auf jeden Fall. Blitz, Junge. Blitz, das muss sein. Haben wir genug. Hier, 36. Ballern wir direkt rein. Reicht ja eh nicht aus, aber gut. Weiter geht's im Text. Gerostete Fische, dann wird der Inventarplatz wieder ein bisschen leerer. So, geradezu sehe ich nochmal ein Küchenmännchen. Die gibt es in vielen Gebieten, die uns jetzt noch so erwarten. Daher Ausdruck Fischmännchen passt. Immer so viel Gegen, das kann ich gar nicht alles verbrauchen, weil ich ja so selten vergiftet werde. Ja, komm ran, Fledermäusi. Also ich muss das Armbändchen echt mal ein bisschen leveln, das ist mir noch zu wenig. Was habe ich gerade über den nicht gesagt? Jetzt habe ich mal eins gebraucht. Das ist ja fast schon. Wow. Oh, wird man gleich noch ein paar von diesen Dingen hier ausrüsten. Hat ja lang genug gedauert, ne? So, hier ein bisschen was reichlich unter die Kühe. Wo ist wieder fast... oh mein Gott. Hier an... Da muss ich gleich mal eine Haltbarkeit brauchen.
andere Kiste kann auch noch machen. Geht er direkt davor? Looks like we got them all. Hier ist noch eine Kiste. Auch mit. Biostellen ist eingesammelt, dann geht es eigentlich schon weiter. Eigentlich ist Ziel ist es ja, Shingala wieder zu finden, der uns aus der Höhle ausgebüxt ist. Okay. Wie viel Kohle haben wir denn schon? Oh, schon wieder 7000, das ist ja schon ordentlich. Fisch. Ja. Und wir speichern wieder. Oh ne, ein blaues Siegel. So doof. Okay, erstmal nach oben. Lieber noch ein Brötchen Fisch essen. Captain, oh mein Captain. Meine Fischen. Oh, die laufen alle mit kleinen Fischen in der Hosentasche rum. Darum riechen die auch immer so nach Fisch. Ich muss meine Fischis futtern. Mach Fischfutter aus dir. Thank you.
ein dummer Freibeuter. Oh, ich sehe, da hätten was Gefährliches. Piratenkampf. Diesen Bombendinger müsst ihr euch nicht achten, die explodieren nämlich und machen Schaden, wenn man zu nah dran steht. Die gelten auch als Gegner, bis sie explodiert sind. Ja. Der will uns umbringen. Diese Pfiffer. So, dann ja, ich hoffe, dass in dieser kleinen Ecke da nicht noch irgendein Mob stand. So, was haben wir hier? Ein Captain. Oh, Captain, mein Captain! Rück den Tisch raus! Los, ich kriege die eigenen Gebäude. Ein Champion, der sein Böses denkt. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Eine leere Truhe. Ja, klar. Dafür habe ich mir den Weg hier auch nicht genommen. Ah ja, gut. Aber ich habe hier doch noch was gesehen. Irgendwo war hier noch einer. Mein Captain! Captain, mein Captain! Komm ran hier auf den Meter! Und zack, zack, bumm! Und in die Gesichtshälfte. Aufgelöst hat er sich. Wir haben ihn zermatscht. Was für ein brutales Spiel! Man das treffen muss man. Yeah, alle Monster besiegt. Alright, that takes care of you guys. Ja, ich bin gut. Neue Räumungsbestzeit. Orden erhalten. Lausil wurde geöffnet. Kartenblumen, klar. Große Heilung. Kann alle Statusveränderung heilen. Wildkristall! Und... das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt wahrscheinlich noch die Karte. Komm, her. Ja, sag ich ja. Voll sinnfrei, ne? Wir haben ja schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ich sehe gerade, ich muss mal meine Reparaturwerkzeuge rausholen. Ich werde mal hier die nächste Ebene erreichen und... Oh, Monster, Monster, oh Gott, meine Platte zerbricht. Nee, nee, das wollen wir nicht riskieren. Wo habe ich denn... Warte, oh, ich muss mich wieder dran gewöhnen, wie das so aussieht. Jedes Gebiet hat seinen eigenen Schlüsselgegenstand. Im Kanal war es ein Rädchen. Im Wald war es eine Säge, im Canyon war es ein Stück Fleisch und hier ist es so ein ovaler Edelstein, sag ich mal. So, weiter geht's. Speichern natürlich wieder. Speichern ist wichtig, man will ja nichts doppelt machen, ne? Ach ne, so, jetzt. Wassermonster, Fischziel. Besiege Gegner nur mit bla. Monster töten Rekord. Okay. Ja, mit Marquis wird ein bisschen. Nee. Im Moment noch nicht. Ist so schwer. Ich hab ja gesehen, wie lange ich da brauche, ob wir einen so einen Fehler machen. So.
was? Ah, da sehe ich schon wieder was für Max. Eine Schildkröte und eine Statue. Guck mal, die Schildkröte. So, jetzt. Richtig? War eine Explosivfalle. Als wenn ich es nicht geahnt hätte. Was sehe ich da? Angelturnier? Angelturnier! Geil! Ich habe nämlich extra viele von diesen Fischis gefangen, weil sie sehr groß sind und sehr schwer sind. Und man gibt 10 Fische ab, dann wird der Durchschnitt, dann wird die das Durchschnittsgewicht genommen. Und 2 geteilt. Also, Gesamtgewicht ist 3 und dann denke ich, wozu die Platzierung das für mich. Das heißt, sobald wir hier aus der Höhe ging es hier Fenster, gehe ich erstmal zum Angelturnier. Für unsere Gesundheit. Dann habe ich wieder Platz im Inventar. Okay, da kommen wir gerade nicht weiter. Da brauche ich erstmal den Mühlstein. Oh, hier ist voll die kleine Kiste. Ne? Sogar schon 17 Punkte. Was brauchst du? Ach du Scheiße, was wollte ich denn? Das ne? Tornado und Kälte. Tornado. Auch mal 2, glaube ich. So, Tornado. Ist hier. Weil Exorzismus war auf jeden Fall Tornado und Kälte, ne? Gucken wir mal, ob das reicht. Echt nicht? Okay. Ich glaube, ich packe die Perle da rein. Haltbarkeit wollte ich eh hochbringen ein bisschen, dass sie nicht so oft reparieren muss. Da 10, da 10 und da 10. Ja, passt. Gut, also nichts verschwendet. So, jetzt brauche ich aber immer noch Kälte und Tornado. Kälte und Tornado. Was bringst du? Natürlich was ganz anderes. Kälte habe ich gar nichts. Ich mache mal nochmal 2 Tornado. Ich muss eben unbedingt noch Kälte-Dingens kaufen. Aber erstmal Tornado-Upgrade, ne? Ja?
Echt? Immer noch nicht? Okay. Zwei noch. Komm, dann haben wir noch 10 Punkte über. Für Kälte. Immer noch nicht? Warum bist du denn bescheuert? Komm, ein noch. Dann ist aber gut. Dann musst du reichen. Komm jetzt. Mal mit der Luft. 41. Ist immer noch zu wenig. Krass. Okay. Jetzt reicht's. So, Kälte habe ich gerade keins. Aber immerhin ist die Dings jetzt besser. So. Was ist denn schwer? Das hat man nicht. Hammer. Hat 8 Punkte. Da braucht man noch Hammer, aber auch Kälte. Und Angriff. Komm, Angriff kloppen wir. 4 rein. Die Hälfte. Wären bestimmt dann 8 Punkte. Ja. Das ist bestimmt Angriff erstmal ausreichend, oder? Nee? Krass. Okay. Ja, noch was? Sind dann 80 Punkte? Wohl nicht wahr. Reicht immer noch nicht. Start ist von hier. Hexe ist mit Tismus 4. Hexe ist nicht schön. Aber ich werde mal hier noch 2 Haltbarkeiten reinballern. Weil 35 haltbar ist ja nicht wirklich was, ne? Eigentlich müsste der schon 40 bis 50 haben, das mit den Angriffswerten. So. Genug gequatscht und gefahren, jetzt wird weiter gekämpft. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo ich bin? Gegner, versteckt hier. Verstecken ist hin, nur. Ich bin doch da. Okay. Ich muss auch noch einen Notstand finden, dass ich da durch die Tür komme. Gewechselt, weil die Statue ist ja nicht gerade Monikas Gebiet und ich sehe da noch eine Schildkröte. Max, dein Auftrag. Fische? Meinst du welche in meinem Inventar? Thank you.
Oma hier wegen der Fische, ne? Das hier sind Omadakara-Fische, die man nur im Sternlichtkennen mit Fischziehe mit Karotte angeln kann. Die sehen für mich aus wie Pferdeköpfe. Und ich meine, Pferde fressen ja Möhren. Also ich weiß nicht, wer im Spiel auf diese Idee gekommen ist. Ich finde es aber total genial. Weil die sehen einfach mal so putzig aus. Ach, draußen ist ja auch noch was. Das ist ja toll. Kann ja hier draußen auch noch auf die Jagd gehen. Erstmal hier hinten. Was haben wir da? Fledermaus und Statue. Toll, alles online. Jetzt ist vom Feuer auch Luftangriff übersichtbar. Also, ich muss mal gucken. Ja, weil jetzt Tornado den stärksten Wert hat. Vorher war es, glaube ich, Exorzismus oder Hitze. Da hat man eine Feuerwelle geschmissen. Und jetzt, wo ich Tornado auf Max, also auf den höchsten Wert habe, ist es dann halt Wind, was da abgeschossen wird. Mit denen vertragen die. Ach nee, da sind. So, das ist die Schutzwaffe von Max. Laserkanone. Was soll es sein? Hier kann auch ja das Kisten unterwegs sein. Switchen. Steine halten. Bügelattacke und weg ist sie. Scheiß der Krügkröte. Sein, ne? Höchstens noch, wo der Mondstein rein kann. So, eigentlich ist das ja bloß noch eine Stelle, wo wir nicht geguckt haben, wo wir wahrscheinlich noch ein Gegner oder so. Schätzungsweise. Das ist, wo der Mondstein ist. Mondstein, sieh gut! Sag das Zauberwort und mach als Mondstein fehlt und spürt die Kraft. Thank you.
sehe schon. Ein Gegner auf jeden Fall. Und mir auch nicht. Ein lausiger Gegner. Oh Gott. Das ist ja so grausam. Mein Räumungsrekord kriege ich nicht. Mit der Zeit. Wenn wir jetzt Donny dabei gehabt hätten, der hätte uns das locker aufgemacht. Ohne dass wir da irgendwie einen Schlüssel hätten liegen müssen, hätte ich sofort die Tür geknackt. Ich dachte, ach, Tür. Nicht wieder rein, okay. Hab da Rappe aufgeknackt. Ich dachte, okay. Das garantiert sie hier. Ich bin aber auch mit SC an. Ich hab einen Arm. So. Monster besiegt. Alright. That takes care of you guys. Ja, gönn dir. So, jetzt müssen wir noch. Oh, den ganzen Weg bis zum Ausgang ist ja auch noch so weit. Okay. Noch eine Sprintentasse gerne für ja, denn dafür kann man später ein Leadboard mit irgendeinem Motorradteil aus Spazien oder wie das Ding heißt, Overjet. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, das hieß das schnelle Teil, mit dem man von A nach B rollen konnte in 0,3 Sekunden oder so. So, ist denn unser warm links und vielleicht reichen meine Fischis aus, um Fischwettbewerb zu gewinnen, den Angler-Turnier zu gewinnen. Minizio. So, einmal kurz speichern. Und dann nichts wie los zum Angeln. Ja. Ja, wie gesagt, solltet euch dann immer die 5 größten Fische, die ihr so fangt, beiseite packen. Wenn je größer ein Fisch ist, desto schwerer ist er natürlich dann auch. Und umso besser die Chancen. Hier das Ding fotografieren. Ich hab schon, aber passt, seid jetzt einfach nur normal. Dann, was ihr noch fotografieren könnt, hier drin, ist hier die Waage. Die brauchen wir für dieses Rezept. Und hier dieses Leuchttor, das kann man auch fotografieren. So, dann hier das Siegertreppchen. Die Elektronachricht. Fähnchen, also hier die Dinger könnt ihr fotografieren. Wenn ihr noch nicht einen Fisch in eurer Küche bei Max in, zu Hause gemacht habt, dann könnt ihr hier noch Fisch fotografieren. Ja. Dann sprecht ihr hier mit der Eule. Fisch spielen. Welchen Fisch willst du wiegen? Am besten schwerste, ne? Also knapp 3000. Das Blöde ist, ihr könnt nur immer einen Fisch einwiegen. Ihr müsst das halt 10 Mal machen. Finde ich ein bisschen... Ne, hätten sie
ruhig ein bisschen besser machen können, indem man halt sagt, ich will den und den Fisch einbiegen und dann ist gut. Dann hätten die das nacheinander abgewogen und dann wäre das schick gewesen. Sehen halt auch so knuffig aus, so mit den kleinen Flossen, die eigentlich wie Füßchen aussehen. Und die haben halt auch so einen Pferdekopf, Pferdeohren. Und die Flossen sehen halt auch so ein bisschen wie Mähne aus. Total knuffig. Halt. Hälfte haben wir schon. Gewichtsliste anzeigen. So, das sind die, die wir jetzt eingereicht haben. Der größte hierbei ist jetzt der 73 cm. Aber ihr könnt mal gucken. Hier der schwerste ist es nicht. Der schwerste ist 68 cm. So, das sind jetzt, warte mal. Mal hier noch so ein Bon dazu. Boah, der sieht ganz ordentlich aus. Der wird bestimmt auch ein bisschen was angelegt. Okay, ist der schlechteste Fang. Was für ein Bon, bin schon gespannt aufs Ergebnis. So, wollen wir mal gucken.
Nur einen dritten Platz, scheiße. Maximilian. 12.522 Gramm. Dritter Preis. Drei heilige Kristalle halt. Wer ist das im Kotzen, ey? Ich hätte echt mehr erwartet von den Fängen, die ich da abgegeben habe. Ah, ist doch bescheuert. Ich meine, so einen heiligen Kristall, den können wir uns locker selber kaufen für, weiß ich nicht, ein paar Ahnung. Ja. Wenn es wenigstens irgendwie ein Edelstein gewesen wäre, weißt du, so, keine Ahnung, eine Perle oder so. Aber hier drei von diesen blöden Dingern ist doch doof. Da habe ich doch nichts von. So. Habe ich eigentlich, wie viele Dings habe ich denn? Was kann ich noch verbessern? Oh, 500? Nee, 966 kostet das Upgrade. Und... Oh, dann brauchen wir... Nee. So, ich hole jetzt erstmal Eiskristall-Dinger da für unsere Upgrades. Wir brauchen ja total viele davon. Elementkauf. Hier, 150 das Stück. Ich sag mal 40, ne? Bräuchten wir schon. Na nö, der hat ja noch nicht alle. Der hat nur Feuer, Eis, Blitz und Wind im Moment. Die anderen kommen auch noch. Also, ich glaube, sobald man ihn einquartiert hat, kann man da auch noch mehr kaufen. So, wir brauchen noch ein paar Köder. Von denen brauche ich noch welche. So. Kann man nie genug haben, echt nicht. Und ein paar Karotten nehmen wir auch noch. So. Dann sind wir auch schon wieder fast blank. Apropos, eigentlich könnten wir mal Georama gucken, ne? Wir haben jetzt schon ein paar Geosteine gesammelt. Müssen wir mal Venetio-Küste ein bisschen bearbeiten. Im Moment noch gar nichts. Geostein Download. Du kannst jetzt Eisenhaus herstellen. Du kannst jetzt Pier herstellen. Marktschiff herstellen. Mondlabor Fundament neu gebaut oder erklärt. Blocks Pierteile platzieren. Mondlabor neu gebaut oder erklärt. Mondlabor und Mondlabor fotografiert und so weiter. Rotes Eisenhaus platziert. Klärbewohnten Eisenhaus wurde erklärt. Labor 2 neu gebaut. Blaues Eisenhaus platziert. Labor 3 neues neu gebaut wurde erklärt. Labor 4 neu gebaut wurde erklärt. Mondlabor neu gebaut wurde erklärt. Alle 4 Labors neu gebaut wurde erklärt. So, bauen. Ja. Erstmal notiert so. Und wichtig ist natürlich erstmal der Pier. Ne? Pier braucht man 8 Stück. Ja. Mal gucken, ob ich da bauen kann. Ja, kann ich. Das ist schön. Marktschiff. Starkes Baumholz haben wir nicht mehr. Wie sieht es mit einem Eisenhäuser aus? Davon brauche ich auf jeden Fall ein.
Dafür brauchen wir 4. Ich habe gerade nur für 2. Okay. Platzieren. Pier. Pier ist erstmal wichtig, so. So, was haben wir denn hier für Pier? Pier. Ich würde mal sagen, den doggen wir erstmal hier so an. Wie weit geht denn das hier so? Okay. Okay, hier kann man auch schön bauen. Sind das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, das ist das letzte Stück. Okay. Ach, ich glaube, man kann noch mehr Pier-Teile bauen. Ich mache das, glaube ich, so. Ist das hier ein bisschen dicker? Ja. Warte mal, was brauche ich noch alles? Brauche ich noch 37 Metallstücke. Und 25 starkes Baumholz. Ich weiß hier nicht, ob ich das habe, ob das ausreicht. Wir haben ja noch ein paar Bomben zum Verkaufen. Keine Sau. So. Was hab ich gedacht? So und Metall. So, nehmen wir mal ein paar mehr. Siehst du? Viel zu viel geholt, aber passt schon. Viel zu viel verkauft, aber passt schon. So, bewegen. Geht schneller.
Also jetzt ist ein Zug raus, dann da hinlaufen, also durchlaufen, Ladezeit. Kann gleich da hinporten. So, das sieht doch schon ganz manierlich aus. So. Aber ich habe ja gesagt, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4 Marktschiffe. Hier können wir eigentlich auch noch hinbauen, ne? Aber bevor ich das mache, Eisenhaus, 2 Stück noch. Platzieren. Eisenhäuser gebaut. Achso, ich glaube, ich habe vorhin schon eins gebaut. Keine Ahnung. So, Briefkasten. Dann Farbe Blau. Bei der dritten Farbe nicht, bei der vierten Farbe nicht sicher. Blau, rot, grün, lila. Gott. So, jetzt stimmt's aber. So, platzieren. Was? Scheiße. Was ist das jetzt nicht mehr dahin? Hätte ich gesagt, dass das dahin passt. So. Hilft das? Okay, das zählt. Das zählt auch.
das fehlt auch. Okay. Passt. Also die Boote sind korrekt. Sehr schön. Platzieren. So. Clary braucht Licht vorm Haus. Deswegen habe ich hier eine Kopfwackel mitgeteilt. Und Donny braucht Briefkasten, Kommunikation und so. So. Damit haben wir jetzt schon mal 55% fertig, ne? Also, das nur dafür, dass wir hier das bisschen hingeklatscht haben. So. Eigentlich müsste ich jetzt Donny erstmal wieder zum Zug schicken. Und nur eine Person hier, ne? Wegen zu viel Prozente und... So. Jetzt sind wir nämlich wieder bei 45%. Also Donny hat schon 10% ausgemacht. Gehen wir erstmal kurz gucken, dann lassen wir Donny einziehen, dann gucken wir nochmal und dann, ja, werden wir ja sehen. Hey, a building! Let's go check it out! Chill, was soll das? Ich bin noch alles angekommen. Ich muss mal hier checken, ob hier irgendwas rumsteht. Das Gute ist, dadurch, dass hier alles so beleuchtet ist, kann man halt sehr gut sehen, wo Kisten sind. Wenn man hier so langläuft, kann man in Ruhe liegen, vielleicht checken, ob da irgendwo ein Schatten ist, weil dann ist es auf jeden Fall eine Kiste. Und wir wissen ja, Kisten sind gut. Check erstmal die Seite hier, wo keine Einwohner fehlt. Dann kann ich mal hier reingehen. In den Gebäuden sind nämlich auch Sachen zum Fotografieren und zum Einsammeln. Also sprich, hier habt ihr zum Beispiel den Lüfter. Da habt ihr eine Energieröhre. Hier habt ihr einen Eierstuhl und Arbeitsausrüstung hängt von der Decke. Jetzt weiß ich nicht, ob das Teil hier nochmal separat ist. Arbeitsroboter, genau. Arbeitsausrüstung von der Decke und Arbeitsroboter hier vorne. Puh. So, Lüftung haben wir noch fertig. So, was gibt's noch? So. Eine Kiste. Hier ist auch keine Kiste. Da fehlt halt noch das eine. Ja, das Blaue. Weil das Rote ist Clarys Ding und das Blaue ist Donnys Ding. Der Zukunftsänderung. Und dadurch, dass ich Donny jetzt wieder rausgenommen habe, ist das davor natürlich nicht gebaut. So, dann gehen wir hier mal rein. Ich habe da auch nochmal hier Lüftung. Eierstuhl, Energieröhre, die Arbeitsroboter, Arbeitsausrüstung. So. Okay, jetzt auch nicht. Kein Kistchen, das ist ja gut. Das ist der Vorführeffekt. Eigentlich müsste ich irgendwo Kisten finden, weil wegen Fortschritt und so. Ich bin jetzt mal 55%.
55, wenn ich Donnie einziehen lasse. Also nochmal 10% mehr. Da, Kiste. Da hier. Und was haben wir? Robbie's Book. Und schön, die Fans. He's a pretty sound sleeper. Ah, er hat einen festen Schlaf. I'll say. Allerdings. Ja, weil wir müssen erst einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit erreichen, damit wir hier in der Zukunft mit dem Kollegen reden können. Und so lange pennt er halt. So, dann gehen wir wieder raus. Lassen Donnie wieder anziehen. Eine Kiste ist echt eine mager Aufbeute. Ist es? Oh, nur 17. Perfektes Zeitpunkt, also was zu zeigen. Ab 0 Uhr könnt ihr den Geist fotografieren. Bis 4 Uhr geht das. 0 bis 4 Uhr. Dafür geht ihr hier in diese Höhle, möglichst hier am rechten Rand, sodass ihr dann rüber gucken könnt. Und dann. Seht ihr? Da ist überlebender Soldat. Der, ich glaube, für ein oder zwei Rezepte, ich bin mir jetzt nicht sicher, also auf jeden Fall für ein Rezept braucht ihr den. Ist auf jeden Fall ein Knüllerfoto. Kann nicht schaden, das zu schießen. Wie gesagt, solche Geisterfotos könnt ihr nur zwischen 0 und 4 Uhr machen. Es gibt auch ein Foto in Farnbrin, und später noch in Heimrada. Wir legen mit Donnie. So. Jetzt schätze ich mal, stehen auch wieder Kisten. Looks like there's another lab now. Sieht da noch ein Labor aus? Let's go inside. Maybe someone's home. Rein. Vielleicht ist jemand zu Hause. Sie mich immer hier gleich vorschieben, weißt du? Ich weiß nicht genau, dass hier beim Portal irgendwo irgendwann Kisten noch sind. Am Rand. Shit. Ich hoffe, es wird mal wieder misslungen. Vielleicht drin. Ich glaube, die Tür war zugeschlossen. Es ist zu. Versuchen wir später nochmal. Alright. Ich weiß nicht, was man da später macht. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendwo draußen noch eine Kiste sehe. Ansonsten später nochmal alle Labore ablassen. Hier machen wir auch.
Okay. Das ist aber echt bitter. Was für eine miese Ausbeute. Nur eine Paradiesfrucht, ey. Bei 55% hätte ich mir mindestens 3 gewünscht. Und den Rest dann, wenn 100% sind. Dann also wieder zurück. Machen wir nicht. Ja, ist unsere Zeitrechnung. Ah, wir müssen ja noch Shingala auftreiben. Komm, ja, Abkürzung. Natürlich wieder speichern. Die Tante Medusa. Medusa, die hat er, glaube ich, mal versteinert, oder? Muss mal gucken, ob ich Anti-Stein-Amulette habe, dass ich mir welche anlege. Dann erstmal an die Oberfläche. Schauen, was da so abgeht. Ja, hier geht ab die Party. Voll die fetten Kissen. Glas, ey, stech die nicht ab. Kaputtes Glas. Kann man recyceln. Reparaturpulver! Oh, und da haben wir schon die Mobile. Liebe Tante Medusa, hau mir nicht auf die Backe. Das wäre Kaffee. Alle Kuchen haben wir abgeben. Backe, backe Kuchen, die Schieber abgerufen. Lecker Kuchen backen, wir haben sie dann backen. Und mal Butter und Salz. Kaffee macht den Kuchen gut. Tante Medusa. Hat sich ausgelockt. Ich zeig dir, wo der Frosch die Locken hat.
Den Spruch habe ich das erste Mal von diesem einen Big Brother-Typen gehört. Der hat das immer oft gesagt. Später auch in irgendeiner Sendung mal so einen Auftritt. Nicht Jürgen oder Slatko, sondern so ein anderer Vogel war das. Der hat diesen Spruch erstmal ein bisschen verbreitet. Wieder Reibekuchen abgekauft. Da ist ein Kopf. Zauberkristall, super. Okay, da haben wir einen gesehen. Hier um die Ecke vielleicht zwei. Voll die Abstauberin hier. Haha. Monika hat's drauf. Da. Aber immer noch Dings drin sein kann. Niemand. Hier wird erstmal den Gegner platt machen, ne? Zwei Kisten stehen eher am Ausgang und von daher ist das ein und derselbe Weg. Sehr schön. Jetzt ein Kisten getrost aufmachen, weil drinnen wird keine Mine mehr sein. Was kann ich denn? Egal. Was? Echt jetzt wegen Sparen?
ganz starke Stoff, würde ich mal. Denn jetzt? Sandbuddler. Oh Gott, die hasse ich ja. Das war nicht weiter. Okay, wir kommen auf Sandbuddler, aus dem Terminal. Bin ich noch verflucht oder wie? Okay, die Küche habe ich ja. Hier, packen wir mal rein. Also um noch wieder hier seitlich zu sein, falls wir nochmal so wollen. Genau so angespuckt werden. Karotte! Yay, die Dinger sind Karotten! Oh, okay. Gut, dass es hier eine Heilquelle gibt. Direkt ausgenutzt. Fischmännchen, Maulwürfe, Monika, die staubst hier voll ab. Die Abstauber ist so viel. Ich habe festgestellt, die Sandbuddler kann man sehr gut mit dem Schwert abspielen. Ich früher meine Meinung war, die wären mit dem Schraubenzug vom Netz besser zu besiegen. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil ich früher lieber mit Netz gespielt habe und inzwischen eigentlich beide gerne spiele. Weil jeder so seine Vor- und Nachteile hat. Ich habe auch das Gefühl, dass die Maulwürfe auf Monika erst später losgehen als auf Max. Auf Max tun sie gleich drauf springen, wenn sie wollen. Statt Bauholz. Nix. Das geht schön. Ich weiß nicht, was ich mal gucken kurze Linie und das Vieh ist kaputt. Aber sowas von. Fresskiste. Also Fresskisten kann man gut mit dem Schwert oder auch mit der Schusswaffe erledigen. Was sind denn hier auf dem Licht angekommen? Ich suche mal wieder mal so. Ich hoffe, du bist nicht. Karotten! Ich glaube, ich gehe später auf Jagd. Karottenjagd. Muss ich weniger Geld ausgeben.
dass ein Maulwurf mit einer Karotte macht. Warum hat ein Maulwurf eine Karotte? Geostein einsammeln. Oh. So, dann sehe ich da noch eine Kiste. Die nehme ich auch noch mit. Hoffentlich ist das gefüllt. Erfahrungspunkte. Gelbe Farbe. Toll. Vorhin aus Versehen Haus gelb gestrichen und das dann wieder machen müssen. Jetzt habe ich die Farbe wieder drin, die ich da ausgegeben habe. Ein Gegner noch. Insgeheim hoffe ich, dass die nächste Kammer die ist, wo wir Shingala treffen. Aber ich muss mal. Heißt der Sea Dragon. So macht man das. Und wir können jetzt höher spielen. Und das sehe ich gerne. Der Ball ist ziemlich dicht am Tor. Nur muss ich wieder meilenweit laufen. Weil die letzten Gegner in der verschlossenen Kammer waren. So. Gegensturm. Und der Schläger. Einschlag, das ist ja mal bitter. Also entweder ich lasse ihn irgendwie hier von der Wand in die Dings prellen. Ja! So geht das! Genau so geht das! Kiste mal einsammeln. Und das war ich im Bombe getan. Oh, Konstitution. Oh. Und dann so ein lausiger Preis. Das ist so bitter. Na gut. Das war ja auch bloß ein Schlag. Also. Ach, das muss man erstmal schaffen. So prellen und direkt rein. So boing. Der hätte ja beim Aufprall auf dem Boden nochmal die Farbe ändern können. Das wäre scheiße gewesen. Denn da kriegt ihr dann nicht gezählt.
wieder abgestoßen worden. So, mal sehen, was uns auf der nächsten Ebene erwartet. Fledermaushöhle. Ah, meine Lieblingslevelhöhle für Max Waffe. Oh, die Höhle ist echt genial, wenn ihr die Schusswaffe von Max leveln wollt. Und dann nimmt er am besten Geralt, seinen Vater, mit und dann ballert ihr die Viecher vom Himmel da. Das ist echt nicht mehr feierlich. Weil hier sind fast ausschließlich nur Fledermäuse. Es sind noch ein paar andere Mobs da, aber halt echt fast nur Fledermäuse. Hallo, nimmst du mal bitte den Geostein erst? Danke. Eins, zwei, drei und schon hat es ein Level ab. Jetzt sehe ich schon mal mehr. So, hier ist die Sackgasse. Hier ist ein Fledermäuschen. Oh, Erfahrungsmünze. Geil. Endlich mal eine Erfahrungsmünze. Jetzt. Ich liebe diese Dinger. Die habe ich eigentlich auf fast jeder Waffe einmal drauf, damit ich die besser leveln kann. Muss ich eigentlich mal auf Monikas Armreif machen, damit ich den mal ein bisschen besser hochkriege. Heißt nicht umsonst Fledermaushöhle. Kann ich mit Lisa machen mit Monika Schwertplatz. Gibt's hier auch noch Hauspunkte. Ich meine, wenn man bei ihr die Werte hochgepusht hat, dann kann man bei ihr auch locker hier mit dem Armbeif die Viecher runterholen. Ne? Aber im Moment dauert das noch ein bisschen länger. Ne? So. Bei Max waren bloß drei Schüsse und ein paar mehr. Werde ich später offscreen noch machen. Ah, ich liebe diese Höhle. Level, 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 level. Und dann schön alles wegkratzen, was geht. Meine Erfahrungspunkte. Und da werde ich auch noch mal an meinem Reparaturprogramm los. Halt, eine Kiste. Geht hier noch. Ich öffne. Verbessere den Orientierung. Okay, da sind jetzt zwei Gegner und Kiste. Dann können wir auch einen Rückweg machen. Ja.
Hallo, Tante Medusa. Die Drachenkristalle halten. Zwei Kisten bei Mobs. Machen wir mindestens zwei Fledermäuse. Und einen Hügel. Für die Kiste, wenn ich mal von vorne aufmache. Jetzt sind wir mal ein bisschen los hier. Ja, ein bisschen was hier. Alles geläut. Looks like we got them all. So, und ihr seht, wie knifflig da der Ball liegt. Minimum drei Schläge. Mindestens. Mehr wären aber auch besser. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was ist da? Okay, 5 Schläge habe ich. So. Und so. Ups. Das war gut. Na ja, geht. Geht, hätte schlimmer liegen können. So. So, einmal bitte besonders andere Enden. Nee, da eigentlich nicht. Aber auch okay. Könnte reichen. Wo liegt der Ball? Ah. Kostet zwar einen Strafzug, aber ist mir in dem Fall Latte, weil den kann ich nicht verpassen. Der geht rein. Jawoll. Wieder ein Orden verdient und wieder ein
Belohnung kassiert. Mal gucken, was diesmal drin ist. Ich hoffe nicht wieder irgendwas Sausiges, wie letztens die zwei Konditionstränke, die ich sowieso so gut wie nie benutze. Eine Perle! Ja, eine Perle ist okay. Besser als Konditionstränke auf jeden Fall. So, und jetzt noch hier den Stein. Danke, Lighthawk123, für deine netten Kommentare. Dante, bist du schon eingeschlafen? Ich habe gar nichts mehr von dir gelesen. Piratenversteck. Piraten sind ja wieder so Monika-Sache, ne? Die kann ja nicht mit den Schwertern umgehen. Hier, einmal den Edelstein eingesammelt. Und ich sehe da eigentlich Gegner, die sind zu dicht beisammen. So lasse ich mir das gefallen. Erstmal die Bombenkanonenteile ausgeschaltet und dann mit Monika noch was eingebaut. Oh, nee, dann nicht. Ich muss das nicht haben. Ich muss nicht jede Kiste aufmachen, wenn die Gefahr besteht, mir da meine Gesundheit zu verderben. So, ich muss mal gucken. Ich will das Ding ja irgendwie einsetzen. Blitzbrechen. Aber ich kann mal das Absorptionsding nehmen. Das muss ich in ein SP kosten. Und ich sehe das nicht. Dann habe ich 7 mit dem Blitz. So, jetzt kann ich zum Kurzschwert hoch. Okay, also das vorrangige Fenster kannst du mit einem Kurzschwert machen. Ein Kurzschwert ist schon wieder in der Idee. Oder? Kurzschwert wird zum Menschenfresser. Menschenfresser zum Dark Cloud. Zweitbestes Schwert. Oder zu einer Greifengabel. Drittbestes Schwert. Ja, die Greifengabel kommt man schon in die Klinik machen. Ah, aber Dark Cloud, ob das... Habe ich Dark Cloud eigentlich auch mal gesehen, wie die aussieht? Also ich mache aus dem Kurzschwert Menschenfresser und aus dem werden Dark Cloud. Was muss man dafür machen? Oh Gott, wir müssen Linie und Schwarzbart. Gut zu wissen. Aber passt erstmal, wir haben ja...
10 Erfahrungspunkte drauf und 400 Siegepunkte. Da brauchen wir noch Kälte drauf. 8 Kältepunkte. Beziehungsweise 8 Stück. 24 Kälte. Wird glaube ich nicht reichen, weil die anderen Werte halt in die 40 lagen. Aber auf jeden Fall hilft das schon mal voranzukommen. Kälte nicht, okay. So. Gute Farbe. Schon einen Päckchen. Mann, die haltet ja gar nichts aus. Ein paar Brötchen reinhauen. So, fertig. Muss ich aber gucken, ob hier noch irgendwas anderes auftaucht. Nicht. Sonst ein leerer Raum. Kristall, Zauberkristall, Seele wäre super. Oh, ich krieg ein Tier. Jägerkristall. Shiva. Du siehst den Pfeil aber ganz anders aus, Shiva. So eine hässliche Spinne habe ich ja nicht gesehen. So, die Dinger habe ich auch ordentlich kalt gemacht mit. Kristall drin. Nee, aber der Mondsteinsplitter, den wir brauchen, um die Tür da hinten aufzukriegen. Gehen wir aber erstmal hier den Weg noch lang. Da geht es nicht zu einer Sackgasse und zu einem Heilungspunkt. Heißt, wenn wir hier irgendwie gemetzelt werden, können wir uns wieder heilen. Und so noch sterben. Das ist gut. Ah, jetzt sind wir Eiskristalle. Das ist ja super. Die habe ich teuer gekauft, ja? Aber noch einiges unterwegs. Ah, wirklich einiges. Da sind drei, da unten drei und da nochmal zwei. Und Kisten sehe ich auch drei Stück bis jetzt. Und ich gleich mal gucken, ob unten auch noch welche waren. Zuerst die Kammer abgehen. Da sehe ich schon ein Opfer. Das ist so eine ziemliche Form. Mach die Büschen zu. Captain, mein Captain. Die Ketten laufen hier rum, Mann. Wo sind eure Stücke? Geändert. Das ist hier die Schatzinsel, aufgesetzte Piraten und so, verstecktes Gold. Ja, den Schätze hätte ich auch nicht einzuwenden. Jetzt hinten kann man gut ankaufen hinterher. Ah, warte mal, da hinten kann man her, dann nehmen wir da hier den Weg. Der ist angenehmer. Nichts gegen Schwarze, ja? So, Ketten. Da hinten ist ein Freibeuter. Da wird das auch gedacht. Wenn du nicht mehr lange im Grab liegst. So, wieder ein Level up. Mann, da geht ja rücken die Fuchs. Oh. Nee, ich glaube, ich jetzt ein Angebot daran. Geschichte. Ach komm, fordere ich noch das Glück heraus. Und was kriegen wir? Eins Bonus. Nämlich.
Ist gekauft. Okay. Ich muss mal ganz kurz reparieren. Alles geklärt. Looks like we got them all. Nee, ich bin nicht so viel. Dann musst du dir hier alles liegen lassen. Was will ich nicht? Hier ist eine Kiste. Schwarze Farbe. Mein Gott. Wieso so viel schwarze Farbe? Hier sind ein bis zwei Schläge. Also ein Schlag, wenn man wirklich gut ist. Und aber mindestens zwei Schläge. Ja, da jetzt zwei Schläge. So, wie kriege ich das Ding jetzt am besten eingelocht? Scheiße, das war schlecht. Das war kacke. Da hätte ich ein bisschen mehr Bums reinhauen müssen. Den wollte ich an die Wand nageln und dann abprallen und ins Loch buxieren. Hat nicht geklappt. Manchmal auch ein bisschen zu vorsichtig. Manchen Dungeons muss man aber vorsichtig schießen, weil hier hat man ja noch Wände und nichts, wo der irgendwie hinplumpsen könnte. Aber in anderen Dungeons kommt das vor, dass dann am Rand irgendwie so Lavafell oder Wasser ist und so. Und dann kann man da leicht einen Schuss verpatzen und dann liegt er am Grunde des Sees oder Lager und muss so einen Schlag verschwenden, damit sie wieder Feuer hat. So. Ach, Gott sei Dank. Höhle der Bilder. Aber vorher nochmal speichern. Also, dass das jetzt so lange dauert bis hierhin, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, Höhle der alten Bilder. Oh, what's all this? It's one of those murals called Moon of Destruction. They discovered a whole bunch of them in my era too. Moon of Destruction. They show an imaginary world where the moon comes crashing down, destroying mankind. Nobody's been able to figure out why there are so many of these things, or what purpose they served. Wow. What's the point of so many murals, all exactly the same? Maybe the ancient people were trying to tell us something with these murals. Tell us something? Oh, I don't know. It's just a hunch. Something about them makes me think so, I guess. Whoa! Shingala? Shingala! Shingala, stop! Was ist denn mit Kackhutmode? Look, there's something on his head. What is it? I think I know what it might be.
Shingala, what's going on? Shingala, stop it! It's no use. Look at Shingala's head. There's some kind of device there. I think he's being controlled by it. Huh? Look out! Ah! He's not gonna listen to us! Shingala! Run for it, pal! What's happened to Shingala? He doesn't recognize me. It's not that. You saw the strange device on his head? I'm sure that it's controlling him. We've got to think of some way to get it off of him. Maybe the people at Luna Lab will know a way. Yes, exactly. They might be able to help us. Let's go. Ja, also Shingala ist durch ein Gerät manipuliert worden. Wir sollen jetzt zusehen, wie dieses Gerät loswerden. Und dafür sollen wir ins Mondlabor. Aber das ist eine Aufgabe, die wir uns im nächsten Part widmen werden. Wo ich dazwischen noch genug Zeit habe, ein bisschen zu leveln. Wie gesagt, also der Part ist echt länger geworden als erwartet. Ich glaube, der ist sogar länger als der Part, den ich am Nachmittag aufgenommen habe. Ich werde dann auch wieder ein bisschen Zeit mit dem Grinding verbringen. Leveln und so. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir Dark Chronicle spielen. Es macht mir Spaß und ich freue mich schon riesig darauf, mit euch weiterzuspielen. Tschüssi, eure Kitita Kenshi.